Versuch dir einfach die beste Version von dir selbst auszudenken und zu sagen, so bin ich halt. Das bin ich halt. Du kannst mich nicht ändern. So bin ich einfach. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Wenn es eine Sache gibt, die ich oft gefragt werde, dann ist es wirklich zum Thema Selbstliebe. Ich kriege so oft Fragen, ob ich mal einen Podcast zum Thema Selbstliebe aufnehmen könnte. Und ja, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zum Thema Selbstliebe. Kurzer Disclaimer, diesen Podcast kannst du dir anhören auf YouTube oder auch auf meinem, ja, Podcast-Account, würde ich es mal nennen, auf Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, TuneIn, was auch alles gibt, da könnt ihr das alles anhören. Aber jetzt fangen wir mal direkt an mit dem Thema. Okay, Thema Selbstliebe, das ist ein sehr, sehr großes Thema und ja, Selbstliebe ist eigentlich wirklich eine Basis für sehr, sehr vieles und ich lese immer so Sachen wie, sei dankbarer, sei nett zu dir, schätze deinen Körper, akzeptiere dich, aber ja, wie? Wie macht man das? Das sind ja alles erstmal schöne Sachen und danke, dass du mir das sagst, aber das hilft mir anfangs jetzt erstmal auch nicht weiter, wenn du mir sagst, akzeptiere deinen Körper. Danke, wow. Und deswegen werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge Sachen mit dir teilen, die mir wirklich geholfen haben. Also wirkliche Sachen, die du in Aktion bringen kannst, die dich weiterbringen, Gedankenspiele, die du machen kannst, um dich besser zu fühlen und auch so ein bisschen meine Geschichte mit dir teilen. Und ich hoffe sehr, dass es dir hilft. Danke, dass du da bist. Ich finde es sehr, sehr schwierig, dass wir immer von uns selbst mehr erwarten und uns nicht so nett behandeln, wie wir andere behandeln. Also ich sehe das ganz oft bei mir selbst, dass ich einfach zu anderen Leuten so super nett bin und so vorkommt und verständnisvoll bin. Und bei mir selbst bin ich dann immer so, hättest du schon mal besser machen können, muss ein bisschen besser sein. Und ich bin zu mir selbst nicht so nett, wie ich zu anderen bin, was halt keinen Sinn ergibt, dass sich kein Mensch für mein Leben so sehr interessiert wie ich. Also ich bin halt der wichtigste Mensch in meinem Leben und deswegen sollte ich auch auf mich am meisten gucken. Es gibt irgendwie diesen Spruch, wenn jeder auf sich selbst guckt, ist für alle gesorgt. Das ist ziemlich egoistisch, aber eigentlich ist es, in einer gewissen Art und Weise ist es schon gut. Die erste Sache, die mein Leben verändert hat, ist Verantwortung für meine Sprache zu übernehmen. Also Verantwortung für meine Sprache und für meine Gedanken. Jetzt denkst du dir vielleicht, was soll mir meine Sprache und meine Gedanken dabei helfen, mich selbst zu lieben, mich selbst zu akzeptieren und so weiter. Und ich habe da erstmal eine Erklärung für dich. Ich kenne es selbst von mir, von meinen Freunden, dass man sich selbst einfach so sagt, oh, ich bin so dumm, ich bin so schlecht, warum kriege ich das nicht hin? Und auch wenn man es oft so aus Spaß sagt, oh, ich bin ja so dumm, das funktioniert nicht. Beziehungsweise, wenn du wirklich in deinem Leben dich selbst lieben möchtest, akzeptieren möchtest, dann kannst du dir nicht selbst sagen, dass du dumm bist, dass du blöd bist und dass du dick bist. Sagt es einfach nicht, auch nicht zum Spaß. Vielleicht kennst du das Prinzip von Affirmationen. Affirmationen sind einfach Sätze, die du zu dir selbst sagst. Ich habe dafür auch ein eigenes Buch und da schreibe ich ab und zu so Affirmationen rein. Ich kann ja auch mal die erste Seite vorlesen, damit du vielleicht weißt, was ich meine. Und diese Affirmationen lese ich mir morgens oft durch, um den Tag gut zu starten. Also fangen wir mal ganz kurz an. Den heutigen Tag werde ich mit Ruhe und Gelassenheit erleben. Mein Körper ist entspannt, meine Gedanken sind entspannt und ich bin entspannt. Ich bin voller Vorfreude und freue mich auf all die schönen Dinge, die heute passieren werden. Ich sehe das Gute in mir und allen Menschen, denen ich begegne. Ich nehme mich so, wie ich bin, denn so soll es sein. Und ich fokussiere mich heute auf das Positive. Wenn dein Unterbewusstsein das immer wieder hört, dann glaubst du das irgendwann. Und deswegen sind Affirmationen so wertvoll und so stark und so sinnvoll. Einfach, wenn du dir immer wieder sagst, ich bin gut, ich bin toll, ich kann das, dann wirst du irgendwann daran glauben. Du formst einfach deine Zukunft, deine Gedanken, deine Zukunft formen. Also entscheide jetzt ab dieser Sekunde, dass du ein wertvoller Mensch bist und beginne, wie ein wertvoller Mensch zu leben und zu handeln. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin ein glücklicher und erfolgreicher Mensch, und du musst es glauben und dann beginne zu handeln wie ein erfolgreicher und glücklicher Mensch. Versuch dir einfach die beste Version von dir selbst auszudenken und zu sagen, so bin ich halt. Das bin ich halt. Du kannst mich nicht ändern. So bin ich einfach. Die nächste Übung wäre, dir aufzuschreiben, was dich ausmacht. Und sozusagen so ein kleines Gelöbnis zu schreiben und zu sagen, so bin ich halt. Und dabei ist es wichtig, dass du dich auf deine positiven Seiten konzentrierst und nicht irgendwie sagst, ich bin so faul, ich bin total ungeduldig und keine Ahnung was. Obwohl man dann die negativen Sachen auch in positive Sachen umwandeln könnte. Zum Beispiel jetzt bei, ich bin so ungeduldig, könnte man sagen, ich möchte immer viel schaffen. Ich bin ein sehr effektiver Mensch, ein sehr schneller Mensch.
Und würde ich jetzt bei mir zum Beispiel sagen, da ich sehr ungeduldig bin, leider, das mag ich gar nicht an mir. Aber es liegt halt daran, dass ich immer sehr, sehr viel schaffen will und sehr, sehr effektiv und produktiv sein möchte. Deswegen das mal dazu. Ich habe so eine Art Gelöbnis geschrieben. Ja, ich werde es euch kurz mal vorlesen. Also das ist so ein kleiner Teil davon. Habe ich gerade für diesen Podcast hier geschrieben. Und ich möchte nochmal bald so ein richtiges Gelöbnis für mich schreiben. Von mir, für mich. Aber ich habe jetzt schon mal so eine kleine Sache geschrieben und möchte es euch vorlesen, damit ihr vielleicht schon mal wisst, was ich eigentlich damit meine. Und einfach zu sagen, so bin ich halt. Das bin ich einfach. Auch wenn ihr es vielleicht noch nicht ganz seid, sondern darauf hinarbeiten wollt, könnt ihr es ja auch aufschreiben. Also hört einmal kurz zu und lasst euch drauf ein. Also ich habe Folgendes aufgeschrieben. Ich weiß, dass ich jedes von mir konsequent gehegtes, unter meinem Unterbewusstsein eingeprägtes Ziel erreichen kann, wie ich alles erreiche, was ich mir vornehme. Denn Erfolg ist natürlich für mich. Ich bin ein erfolgreicher Mensch, da ich meine Chancen erkenne und die Möglichkeiten nutze. Angst, Verlangen und Gier sind nur Gefühle, von denen ich mich nicht lenken lasse und welche ohne meine Reaktion nutzlos sind. Das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz, aber das sind einfach Glaubenssätze, die ich selbst irgendwann glauben möchte. Ich möchte irgendwann glauben, dass Angst, Verlangen und Gier nur Gefühle sind. Und ich muss darauf gar nicht eingehen, ich muss darauf gar nicht reagieren. Und die Angst lenkt mich nicht mehr. Und wenn ich immer wieder sage, ich bin einfach ein erfolgreicher Mensch, so bin ich halt. Erfolg ist natürlich für mich. Dann glaube ich das irgendwann und dann beginne ich danach zu handeln. Ich denke mir, ich bin ein schlauer Mensch, ich bin einfach erfolgreich und ich zweifle nicht daran, dass ich gut bin, dass ich erfolgreich bin, dass ich schlau bin. Ich zweifle nicht daran, weil ich es einfach bin. Und deswegen handle ich in jeder Situation, als wäre ich ein erfolgreicher Mensch. Ich denke mal, ihr habt jetzt verstanden, was ich damit meine. Deswegen kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Mein nächster Punkt wäre, anderen mit Liebe zu begegnen. Ich finde es einfach so blöd, wenn Leute negativ sind, wenn Leute mit Hass, mit Neid, mit Eifersucht, mit Gier, mit Verlangen handeln und ich verstehe es nicht. Ich sehe keine Notwendigkeit für solche Gefühle wie Hass oder Eifersucht. Und ich erfahre es selbst so oft in meinem Leben, dass Leute wirklich so hasserfüllt, so negativ, so eifersüchtig, so neidisch sind. Und das macht mich wirklich traurig, weil zum Beispiel gerade bei Eifersucht oder bei Neid denke ich mir, es ist halt genug für alle da. So, wenn ein Mensch erfolgreich ist, heißt es nicht, dass du nicht erfolgreich sein kannst. Das heißt ja eigentlich, also dir wird gezeigt, dass es geht, diesen Weg einzuschlagen und erfolgreich zu sein. Und dein Erfolg wird dir nicht deswegen weggenommen. Und das möchte ich ganz kurz sagen, ich finde es echt schade. Und deswegen möchte ich sagen, sei nett zu anderen, begegne anderen mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Denn wenn du anderen mit Positivität begegnest, kommt das zu dir zurück. Und das auf drei verschiedene Art und Weisen. Also jetzt mal kurz diese drei Wege, wie deine Handlungen wieder zu dir zurückkommen. Also die erste Sache wäre halt Karma. Wenn du nicht an Karma glaubst, ist es auch okay, aber ich glaube an Karma und ich glaube, dass alles, was wir machen, wieder zu uns zurückkommen wird. Deswegen ist es die erste Sache Karma. Die zweite Sache ist auch so ähnlich wie Karma, aber nicht auf diese höhere Ebene, dass irgendwie irgendein Gott kommt oder irgendwie das Universum macht irgendwas und spielt das Karma zurück, sondern ich glaube auch hundertprozentig, dass deine Handlungen dich selbst beeinflussen werden, beziehungsweise wieder zu dir zurückkommen werden, da andere Leute dich behandeln werden, wie du sie behandelst. Wenn du richtig asozial bist, anderen mit Hass und Eifersucht begegnest und zu allen negativ bist, dann glaube ich nicht, dass Leute dir für dein Leben lang immer mit Positivität begegnen werden. Ich denke das ehrlich nicht. Und ich glaube, wenn du ein wirklich netter Mensch bist, allen mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Wärme begegnest, dann wird dir auch das viel mehr entgegenkommen. Und deswegen der zweite Punkt, Leute werden dich behandeln, wie du sie behandelst. Und der dritte Punkt ist, dass deine eigene Energie und deine Laune, deine Vibration, könnte man noch sagen, wenn du so ein bisschen spirituell bist, so runtergeht. Das heißt, wenn du anderen Leuten mit Negativität begegnest, dann hast du ja in dir selbst drin diese Negativität. Und das zieht dich selbst runter. Und ich habe auf meinem eigenen Gelöbnis, ich habe schon mal so was Ähnliches geschrieben, habe ich die folgenden Sätze aufgeschrieben. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen. Ich habe aufgeschrieben, ich werde Hass, Neid, Eifersucht, Selbstsucht und Zynismus aus meinem Herzen verbannen und stattdessen Liebe zu allen Menschen in mir erwecken, weil ich weiß, dass jede negative Gemütsregung oder Einstellung am meisten mir selbst schadet. Jede negative Gemütsregung oder Einstellung schadet am meisten mir selbst. Denn ich bin in diesem Moment in dieser negativen Schwingung, in dieser negativen Stimmung. Und wenn ich anderen Leuten mit dieser negativen Erfahrung, mit dieser negativen
Meinung und dieser negativen Energie einfach begegne, dann habe ich das ja selbst in mir drin. Und wenn du hingegen die Person bist, die das alles abbekommt, kannst du immer noch so eine Mauer bauen. Okay, dann nicht eine Mauer bauen, aber dass du sagen, so, hey, es ist da, aber ich lasse es nicht an mich rankommen. Ich schweife hier ganz vom Thema ab, ich rede schon gerade wieder über irgendwelche anderen Sachen, aber das wollte ich ganz kurz sagen, dass ihr anderen mit Liebe begegnen solltet und mit Barmherzigkeit und mit einer tollen, positiven Einstellung. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir andere Leute irgendwie viel netter behandeln als uns selbst, dass wir zu anderen viel netter sind, verständnisvoller sind, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Und deswegen ist der nächste Punkt, dass du dich behandeln solltest wie deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Wenn es dir schlecht geht, dann hör dir zu, gönn dir Pausen, fordere dich aber auch heraus und sei nett zu dir und überlege einfach in jeder Situation, wie würdest du deine beste Freundin, deinen besten Freund behandeln, wie würdest du deine Mutter, deinen Vater behandeln in der Situation und wie würdest du mit deinen geliebten Menschen umgehen. Denn du bist eigentlich dein größter geliebter Mensch. Nein, dein meistgeliebter Mensch, meine ich damit. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du musst auf jeden Fall als erstes auf dich hören. Und denk einfach immer daran, wie würdest du deine beste Freundin, deinen besten Freund behandeln, deine geliebten Person? Wie würdest du diese behandeln? Wie würdest du mit denen umgehen? Und so musst du auch mit dir selbst umgehen. Ich weiß, es ist alles leichter gesagt als getan ist. Ja, ich weiß. Aber das ist, sag ich mal, eine ganz gute Gedankenanregung sozusagen, dass du einfach mal dran denkst, wie würdest du in dem Moment mit anderen Leuten eigentlich umgehen? Ich glaube, der nächste Punkt, um Selbstliebe zu praktizieren und um sich selbst zu lieben, ist auf jeden Fall dankbar zu sein. Auch dankbar zu sein für Dinge, die man im ersten Moment vielleicht nicht schön findet. Ich mache es tatsächlich so, dass ich jeden Morgen und auch jeden Abend, wenn ich es schaffe, Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, da ich es mir jetzt zur Gewohnheit gemacht habe, jeden Morgen und Abend Tagebuch zu schreiben. Und dann schreibe ich gerne am Ende immer so hin, für was ich dankbar bin oder auch auf was ich mich an dem Tag freue. Und ich habe wirklich gemerkt, beziehungsweise es gibt sogar auch Studien dazu, dass wirklich Dankbarkeit die Lebensqualität verbessert. Wenn du dich vorm Spiegel stellst und dir sagst, ich bin so dankbar für meine Augen, dass ich sehen kann, viele Leute können das nicht. Vielen Leuten geht es nicht so gut wie mir. Es gibt so viele Leute, die können nicht sehen. Es gibt so viele Leute, die wirklich blind sind und nicht dieses Blessing, wie sagt man es auf Deutsch, nicht diese, ich muss kurz nachgucken, und nicht diesen Segen haben, was sehen zu können. Viele können nicht hören, viele können nicht reden, viele haben keine Ahnung was. Falls ihr das hier sehen könnt, falls ihr das hier hören könnt, dann habt ihr wirklich so viel, wofür ihr dankbar sein könntet. Und das sollten wir mehr schätzen und mehr praktizieren. Let's go, Dankbarkeit praktizieren. Schreibt mir unbedingt jetzt sofort eine Sache in die Kommentare, für die ihr dankbar seid. Oder schreibt mir das bei Instagram, schreibt mir das irgendwo, für was ihr dankbar seid, und ich werde es auf jeden Fall liken und euch antworten und ich werde mich sehr freuen, falls ihr das schreibt. Also let's go. Die nächste Sache ist, dich selbst zu loben. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die ich sehr wichtig finde für mich, dass ich mir oft mal so sage, ich bin so stolz auf mich gerade, wie krass ich eigentlich bin. Ich finde mich super. Danke, Lara Emily. Ich sag zu mir selbst nicht Lara Emily, ich sag zu mir selbst Emmy. Also danke, Emmy, dass du das gemacht hast, dass du dich das getraut hast. Ich bin super stolz auf dich. Applaus. Und sich auch vor allem für die kleinen Dinge mal zu bedanken und zu sagen, hey, du hast es echt toll gemacht. Ich habe es echt toll gemacht. Auch wenn man nur so kleine Dinge macht, wie irgendwo anzurufen, wo man eigentlich nicht anrufen möchte und so aus seiner Komfortzone rauskommt. Einfach mal sagen, ich bin so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich bin gut, ich habe mich das getraut, ich bin toll. Wirklich. Wow. Und was ihr dann machen könnt, ist auch noch eure Erfolge aufzuschreiben und irgendwie so ein kleines Journal mit euch zu tragen, wo ihr eure ganzen Erfolge reinschreibt und dann irgendwie zu sagen, nein, nicht zu sagen, und dann irgendwie mal reinzugucken, falls ihr euch schlecht fühlt und dann zu gucken, was habe ich eigentlich schon in meinem Leben geschafft? Worauf kann ich stolz sein? Und das erinnert euch dann immer so an die tollen Dinge vielleicht in eurem Leben und wie viel ihr schon geschafft habt, wie viel ihr noch erreichen könnt. Das wäre noch mein nächster Tipp für euch. Und nochmal ganz kurz zu der Anfangsthese zurück, dass ich gesagt habe, dass viele immer so sagen, sei nett zu dir, sei dankbarer, schätze deinen Körper, bla bla bla. Ich meinte damit nicht, dass es schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ich meinte damit nur, dass wenn man das einfach so sagt, akzeptiere deinen Körper, ist es wirklich schwer, das irgendwie zu machen. Ich schreibe das nicht auf die To-Do-Liste, so morgen akzeptiere ich meinen Körper. Das ist alles ein langer Prozess. Und das klappt nicht von heute auf morgen.
Und ich verstehe auch, dass es wirklich schwer sein kann. Das ist schwer gesagt als getan. Und ich verstehe das hundertprozentig. Und ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass du jetzt hier bist und es angehört hast, weil das irgendwie schon so ein erster Schritt ist zur Selbstliebe. Und natürlich sind diese Tipps gut mit sei nett zu dir, sei dankbarer, schätze deinen Körper, akzeptiere dich auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass dir jetzt meine Worte ein bisschen geholfen haben und dir vielleicht diese Aktion, diese Handlungen ein bisschen näher gebracht haben und vielleicht ein bisschen mehr, ja, realitätsnäher gebracht haben. Und du vielleicht jetzt ein bisschen besser weißt, was du machen kannst. Also wie gesagt, schreib Affirmationen auf, schreib dir ein Gelöbnis, sei nett zu anderen, sei dankbarer und praktiziere die Dankbarkeit. Sei nicht nur so an sich dankbarer, sondern praktiziere das richtig. Schreib es auf. Sag Leuten Danke. Sag deiner Mutter Danke, sag deinem Vater Danke, sag deinen Geschwistern Danke, sag allen Leuten Danke, sag dir selbst Danke vor allem. Behandle dich wie deinen besten Freund, behandle dich wie die beste Person der Welt, denn das bist du eigentlich. Dankeschön. Hör dir gerne meine anderen Podcast-Folgen an oder schreib mir auch gerne bei Instagram, da heiße ich Lara Emily Official. Oder guck bei YouTube vorbei, Lara Emily, oder auf meinem Podcast Gut Genug. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch schon sehr bald wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao.